Ja, hallo Leute, willkommen zu einem Unboxing. Heute packen wir die DVD Die Hüter des Lichts aus. Der Film ist heute auf DVD erschienen, also ganz neu, und kommt von DreamWorks. Es ist ein Animationsfilm und es geht um diverse Helden, wie zum Beispiel den Osterhasen, den Sandmann, den Weihnachtsmann, Jack Frost und andere Helden kämpfen Seite an Seite gegen das Böse. Kommen wir zum Cover. Das Cover sieht sehr schön aus, ein bisschen vollgepackt finde ich. Hier oben steht erstmal Prädikat wertvoll, aufgedruckt. Und dann hier so ein Sticker, okay, der ist jetzt auf der Folie drauf, den kann man abmachen, empfohlen von bla bla bla. Und hier unten steht dann von den Machern von Madagaskar. Immer diese Vergleiche, ich meine, muss das sein? Weil man vergleicht dann automatisch mit Madagaskar den Film. Ich fände es gut, wenn es da nicht stehen würde. Ich meine, wir kennen die Macher sowieso. DreamWorks kennt doch fast jeder, oder? Ja, deswegen ist es ein bisschen vollgepackt, finde ich. Hier so Sticker und dann natürlich der klassische Flatschen hier. Naja, gut. Drehen wir mal um. Zauberhafter Animationsspaß für die ganze Familie. Rasanter Animationsfilm mit Herz und Witz. Ja, viel Action, viel Spaß, Träume und so weiter. Als Bonusmaterial sind da drauf legendäre Features, Kommentare der Filmemacher, Träumer und Gläubige. Der Film, die DVD beinhaltet die Sprachen Deutsch, Englisch und Türkisch. Untertitel Deutsch, Englisch, Türkisch. Und ist insgesamt 93 Minuten lang. Okay. Packen wir mal aus. So. Ach, ich liebe solche neuen Filme. So. Zack. Wow. Das Cover sieht echt sehr schön aus. Toll gemacht. Wow, sieht farbenfroh, kunterbunt. Hier ist so ein Flyer drin. Was ist das? Ja, um die. Ja, es geht um ein Spiel. Es gibt auch ein Spiel von dem Film für die PlayStation, Xbox, Wii und 3DS. Ja. Okay, nachdem wir das gesehen haben, können wir das dann zocken. Wenn wir es natürlich haben. Gut. Das ist das Cover nochmal. Sieht sehr schön aus. Qualitativ hochwertig, finde ich. Ich finde auch schön, dass es so in Weiß kommt, das Case. Passt irgendwie zu dem Film. Ja, ich freue mich schon auf den Film. Mal gucken, wie der ist. Und bis demnächst. Bye, bye.